So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns hier heute auf der Messe in Essen. Interessant, ich glaube, die ersten Teile. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein und gucken uns hier mal ein paar Projekte an. Das eine oder andere Interessante wird mit Sicherheit dabei sein. Und ja, hoffentlich finden wir was Cooles, was wir vor die Linse bekommen. Ja, also zu dem Auto könnte man theoretisch relativ viel erzählen. Ja, das 6-Zylinder-Reihe, ne? Single Turbo, wie man unschwer erkennen kann. Eigentlich ganz cooles Auto. Wundert mich, dass er hier steht, aber freue mich dann doch, das Auto zu sehen. Ich weiß nicht, was 100 Jahre her, da bin ich noch mit meinem roten Audi auf der Straße gefahren. Da waren wir mal zusammen bei Phoenix West und so. Und ja, Auto auch jahrelang nicht gesehen, jahrelang dran rumgeschraubt, so wie ich das beim Auto auch mache. Und dann doch witzig, dass man das dann hier wieder sieht, so ein Projekt. Ne? Wir stehen hier bei dem letzten Golf von Jean-Pierre. Ich weiß nicht, hast du gerade schon mal von der Seite gefilmt? Also ich muss sagen, die Ansicht so von hier aus in Ennara ist schon ganz schön geil. Ich habe das auch noch nie gesehen bei einem Golf 7, dass man so einen Scheinwerfer bekommt. Also ich kenne das ja von den RS3, RS3 8V oder sowas und den Toyota Supra C9. Gibt das ja auch in Massa, aber beim Golf habe ich noch nie gesehen. Finde ich echt cool, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Chapeau. Da stehen schon wilde Sachen rum, denn gerade alte Mercedes, Junge. Muss ich ja sagen, stehe ich schon sehr drauf. Ist ja so auch typisch meine Kindheit. Der eine oder andere weiß es ja, mein Papa früher Brabus. Mit solchen Autos bin ich groß geworden. Super geil. Super geil. So, wir sind jetzt hier nämlich auf dem Stand von HR. Und wir haben hier ein sehr schönes Exemplar. Ich muss sagen, habe ich glaube ich in echt auch bisher nur ein einziges Mal gesehen. Und zwar bei einem guten Kunden von uns in seiner Halle. Der hatte davon gleich 2, 3 Autos. Aber so in dieser Form, so radikal glaube ich noch nicht. Kannst ja mal zeigen. Sehr, sehr cooles Auto. Ich bin ja sowieso ein Fan von den alten Autos, gerade luftgekühlt. Finde ich, hat nochmal einen ganz anderen Charme. Und gerade in dem Umbau und dem Spec ist schon sehr fett. Sehr, sehr fett. Wir sind jetzt von dem H&R-Stand gar nicht so weit gekommen. Und zwar den Golf 3 von meinem Kumpel Selim. Dazu wird es demnächst noch ein paar coole, weitere spannende Videos geben. Es wird ein sehr, sehr cooles Projekt. Der hat nämlich eine Debilas Einzeldrossel-Klappenanlage bekommen. Fährt bisher noch mit dem Originalmotor. Und ja, die sind nämlich gerade dabei, ein Abgasgutachten zu machen. Und haben da so ein bisschen Probleme mit dem Originalmotor. Der scheint ein bisschen viel Öl zu verbrennen. Und deswegen schaffen sie ihre Abgaswerte nicht wie erwartet. Also sieht das wohl so aus, wie als würden wir dafür bald nochmal einen Motor bauen. Den einen oder anderen. Mal einen Originalen und vielleicht nochmal was mit ein bisschen mehr. Aber das werdet ihr dann ja demnächst noch sehen. Jetzt geht es ja irgendwie von Golf 3 zu Golf 3. Sieht man ja leider auf der Straße nicht mehr so oft. Ich muss sagen, ich traue unserem Golf 3 sehr hinterher. Gerade wo ich jetzt hier wieder einen VR6 sehe. Wir hatten ja selber immer einen Golf 3 Highline. Lila, tolles Auto, damals mit 3 Liter Umbau und so, der hat echt Spaß gemacht. Und ich muss, wie gesagt, leider sagen, ich traue dem Auto doch schon echt sehr hinterher. Golf 3 macht übel Bock, gerade mit VR6 Turbo, cooler Motor, Klangerlebnis ist der Hammer. Und ja, man hat sehr viel Emotionen mit wenig Leistung, man braucht das Auto gar nicht viel quälen, hat trotzdem super viel Spaß damit. Ist schon eine coole Sache. Und vor allem der Klang ist auch unverwechselbar. VR6, ich glaube, es gibt auch nur als deutschen Hersteller VW, die VR-Motor bauen. Ob es der VR5 ist oder VR6, aber sehr, sehr coole Nummer. Und auch nochmal Chapeau an Philipp, 315 mit dem Auto, halbe Meile, schon cool. Ja, hier auch was ganz Cooles, habe ich viel von gesehen in Zeitschriften und von meinem Kumpel Rick. Das ist das Projekt von VW, von den Azubis. Und ja, ich würde sagen, das gucken wir uns mal an. Finde ich nämlich sehr interessant. Finde ich cool, dass VW noch ein Konzern ist, der sagt, wir machen auch solche Projekte. Mittlerweile wird Tuning ja mal schlecht geredet und dann ist es doch cool, dass es sowas dann zum Glück doch noch gibt. Also ich muss jetzt sagen, ich finde das echt verrückt, wie viel Arbeit und Zeit dann am Schluss doch in so ein Auto investiert wird. Auf Bildern kommt das gar nicht so rüber. Wenn du das jetzt mal guckst mit der Kamera, ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, der Heckdeckel wird sehr wahrscheinlich laminiert, aber guck mal, der Farbübergang von dem Carbon auf die Farbe. Also muss ich sagen, finde ich schon echt cool. Also diese ganzen kleinen Details, die sich überall im Lack, nur alleine im Lack an dem Auto wiederfinden, ist schon sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. So was wird heute leider echt nur noch sehr wenig gemacht. Also gefällt mir echt sehr gut. Viel Arbeit in dem Auto. Wir sind hier gerade an dem Auto von Stefan Klaassen vorbeigelaufen. Ein langjähriger, guter Freund. Und da dachten wir uns, da halten wir mal kurz an. Ganz coole Nummer. Stefan war nämlich einer der Ersten in Deutschland. Oder wenn nicht sogar der Erste in Deutschland. Der TÜV hatte für seine Biturbo-Kits auf Basis V10. Damals ja mit dem R8 angefangen, irgendwann kam dann ja der Huracan Performante nach. Hat man jetzt ja auch schon im Fernsehen gesehen, war jetzt ja auch bei Grip. Glückwunsch nochmal zu der 400 km/h. Hat damals auch die L8 Night gewonnen mit dem Auto. Auto liefert echt brutal ab. Cooles Auto, müsst ihr euch definitiv mal ein paar Videos im Internet schon angucken.
Stefan, netter Kerl, cooles Auto, cooles Projekt. Wir sind hier immer noch auf dem L8 Leitstand, wie man schwer erkennen kann. Hier ist auch noch ein anderes sehr cooles Auto. Das Auto von Steve ist auch sehr cool. Aber der hier, von dem habe ich schon sehr viele, also habe ich angefangen, mir Videos anzugucken. Da war ich noch so klein. Das war damals, startete das mit dem TT8J. Damals war der noch ganz grün. Die haben ja irgendwann ja mal einen Unfall damit gehabt in Santa Port. Und haben dann auf dem TT8S neu aufgebaut. Sind die Jungs von HST auch super nette Jungs. Habe ich an der L8 halt kennengelernt letztes Jahr. Super cooles Auto, geben sich super viel Mühe. Habe ich sehr, sehr viele coole Bilder damals gesehen, als sie den Motorblock das erste Mal gezeigt haben. Billet Motorblock mit Schneidring-Kopfdichtung und so weiter und so fort. Das Projekt ist echt heftig. Kann ich auch nur empfehlen, muss man sich die YouTube-Videos mal so angucken, zu dem Auto und zu dem alten Auto. Also ich habe selten ein Auto gesehen, was so losfährt von null an. Gerade Santa Port, wenn die da auf geklebter Strecke starten mit dem Auto, ist so brutal. Echt krasse Karre, krasser Umbau. Was besonders cool ist, wenn man sich mit VR6 auskennt, normalerweise haben wir den Kettentrieb auf der anderen Seite. Wir haben einfach den Riementrieb nach vorne gelegt, weil es einfach viel einfacher ist, falls man mal ans Auto dran muss, ein- und ausbauen, Nockenwellen einstellen, alles viel einfacher. Coole Sache, Auto auch brutal schnell, gerade auf der Viertelmeile, ist ja auch ein Viertelmeile-Auto. Gibt es auch ein sehr cooles Video von Rick dazu. Erklär mir ein bisschen was zu dem Auto, was für ein Getriebe, was für ein Motor, was für Technik verbaut ist. Coole Nummer, echt coole Nummer. Wir haben jetzt hier den Verbrecher zu dem Stand dabei, und zwar auch zu seinem Auto. Wir dachten uns, ich hole den mal mit dazu, weil das Projekt ist sehr, sehr cool. Ich weiß noch damals in der Anfangszeit, als es noch ein ganz normaler A3 war, genau. Und ich die ersten Bilder davon gesehen habe. Ich weiß noch, das ist zwei Jahre her, als das erste Mal, also da war irgendwann erst Motorshow, da stand das Ding von Audi auf dem Stand, noch mit Front Wheel Drive, genau. Wie er eigentlich original war. Und da bin ich mit meinem Vater an dem Auto vorbeigelaufen, mein Papa meinte, eigentlich müsste man aus dem Bodykit ein Auto bauen. Und dann hast du danach das Auto gebaut, aber ich fand die Karre immer so geil. Und ich hoffe mal, vielleicht kannst du uns ein paar schöne Sachen mal zu deinem Auto erzählen. So was wie zum Beispiel Motor, was hast du jetzt wirklich gemacht? Weil das war ja mal ein ganz normaler A3 Limousine. Original, ganz normer Audi A3 mit 1 Liter Hubraum, 3 Zylinder, also ganz kleine, mit Frontschaden, haben wir für 8.000 Euro gekauft. Ja. Und dann haben wir auf Allrad umgebaut, R32 Motor, also R30, V6 Kurbelwelle und so klar. Weiter. Ja, das Standardprogramm, ne? Ansaugwinkel, Trimmer, Turbolader. Jetzt haben wir 2 Jahre DSG getestet, auch erfolgreich, hatten wir DQ250 gefahren, dann jetzt DQ500. Ist aber bei uns Leistungsgrenze zwecks Kupplung irgendwo bei 1200 PS. Motor kann aber deutlich mehr. Ja. Ich sah im Prüfstand über 1400 gedrückt. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an ein paar Prüfstandsvideos genau. Von dem Auto erinnern. Also das Ding schreit schon ordentlich. Kann ich auch wieder nur empfehlen. Googelt das Auto mal, guckt euch ein paar Sachen bei YouTube an. Gibt es ein paar coole Videos dazu, definitiv. Ja, und jetzt wird wieder umgebaut auf, also jetzt im Winter, auf sequenzielle Schaltgetriebe. Quive oder was machst du rein? Nee, wir bauen selber eins. Wir bauen selber eins. Wir wollen cool. Bei die Getriebe, bei die 02M und 02Q ist ja immer die Getriebehälften das Problem. Und die wollen wir aus Billet fräsen. Die platzen ja immer. Die müssen platzieren. Genau. Ja. Und Radsatz, kann dann jeder individuell einbauen. Wir werden speziell einbauen. Ja. Die wir gut halten. Ja. Ja, und dann geht es wieder mit Anschalten los. Sehr cool. Sonst Bodykit, Carbon halt komplett. Ja. Und ich sehe, habe ich schon ein paar Mal wieder gesehen, ihr seid jetzt voll im Billet-Game. Du hast ja jetzt jemanden, der da ein paar schöne Frästeile macht, genau. Wenn ich richtig gesehen habe. Ne? Genau. Muss ich sagen, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also normalerweise kennst du das ja selber, ne? Klar, Schrauber, man baut hier mal was Eigenes, aber gerade so Billet-Sachen ist immer noch so die Speed-Tüffelchen am Schluss. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Oh, danke. Schönes Auto hast du dir gebaut. Mega, freu ich mich. So, wir laufen hier gerade von Auto zu Auto. Wir sind hier in Halle 5, sind hier in der Sands-Halle. Jetzt sind wir gerade an einem Auto vorbeigelaufen. Da habe ich auch schon mehrfach auch Bilder gesehen im Internet, aber noch nie in live. Eigentlich ein sehr cooler Umbau. Tut so, wie als wäre es ein Cup-Auto, ist von Phoenix Racing. War aber eigentlich 992 Carrera, also 3 Liter Turbo-Auto. Sehr coole Nummer, haben sie sehr schön umgebaut, das Auto. Besonders, weil es jetzt natürlich weiterhin straßenlegal ist. Weil 992 Cup Straßen zulassen, brauchen wir uns nichts vormachen. Ist so ein Riesenakt, so viel Geld, dass du einfach verbrennst und vernichtest, bis du es dann überhaupt Glück hast und das Auto auf der Straße hast. Deswegen finde ich der Umbau sehr gelungen, ist eine sehr coole Nummer. Aber als 3 Liter Carrera hätte ich mir, hätte ich mir mehr Leistung gewünscht. Ne? Klar, Leistung kann man nie genug haben. Ne? Aber sonst Optikumbau bei dem Auto sehr gelungen. Würde ich, glaube ich, selber auch so fahren wollen.
Alleine schon nur 3 Liter Turbo, ne? Die Autos kosten Versicherungen und Steuern viel weniger. Hast einen brutalen Auftritt und ich denke, auf dem Ring, wenn sie richtige Achsteile eingebaut haben, macht das Ding auch bestimmt übel Bock. Coole Karre. Sehr schönes Auto. Auch die Farbe mit dem Grün und so gefällt mir sehr gut. Könnte ein echtes Cup-Auto sein. Coole Nummer.